Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Fieber von Bowser in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fieber von Bowser, das Ganze heute am Freitag, den 21. Juni, erschienen. Wir haben hier die Vinyl Edition vor uns liegen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier unten aufschneiden. Jawohl. Hier auf der Folie hatten wir dann noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier inklusive Downloadcode. Also, zusätzlich zu dieser Vinyl gibt es noch einen Downloadcode, um das Ganze dann digital zu laden. Wir haben hier einmal das Cover. Bowser, der hier in einem Hemd dasteht und wohl in Flammen steht. Echt ein sehr merkwürdiges Cover. Hier lesen wir dann Fieber in Weiß, also so in einer Schreibschrift und dann nochmal in Blockbuchstaben rundherum Fieber, Fieber. Auf der rechten Seite auch komplett in Rot und Schwarz Fieber. Und hier links in so einer, ja, in so einer Glanzoptik, so in einer Lackoptik ist es dann hier noch in Hochglanz zu lesen hier, der Interpret. So sieht das aus. Was mich etwas irritiert hat am Anfang am Cover ist, dass wir hier so einzelne weiße Flecken haben, als wäre das Ganze irgendwie verunreinigt, aber das gehört wohl dazu, das hat man beim Artwork so beabsichtigt. Gut, wir haben dann hier auf der Seite auch nochmal Bowser und Fieber in Rot stehen. Da kommt schon der Inhalt raus. Und dann kommen wir noch kurz zur Rückseite. Hier haben wir die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt 14 Tracks an der Zahl. Und wir haben hier Features von Summer Jam, Dardan und Reezy. Also drei Features hier mit dabei. Hier gibt es dann auch nochmal Feuer, Credits und Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze von innen aus. Jawohl, also das dürfte dann wohl in Südamerika entstanden sein, dieses Foto wohl in Mexiko. Und auch hier haben wir wieder diese weißen Farbflecken. So, dann werfen wir mal einen Blick hier ins Innenleben. Okay, hier ist nämlich jede Menge mit dabei. Holen wir mal alles hier raus. So, als erstes kommen wir zu Vinyl Nummer 1. Die ist in Schwarz gehalten, auch hier wieder mit diesen weißen Farbsprenkeln und hier diesem Fieber-Logo. Auf der Rückseite dann auch nochmal das Fieber-Logo. Ansonsten komplett hier in Schwarz gehalten, diese Stecktaschen. Und auf der Oberseite ist das Ganze dann zu öffnen. Jawohl. Und hier haben wir dann die Vinyl in Rot gehalten. Gefällt mir richtig gut, wie das hier eingefärbt wurde. Und wir haben hier in diesem Fall die B-Seite mit 4 Tracks. Und dann auf der anderen Seite dann die A-Seite, auf dieser Seite dann 3 Tracks. Also 7 Tracks auf Vinyl Nummer 1. Schauen wir noch kurz, ob hier noch was weiteres drin ist. Aber ich glaube... Sekunde... Nein, hier ist sonst nichts weiter zu sehen. So, Vinyl Nummer 1 packen wir wieder zurück. Dann kommen wir zur zweiten Vinyl, die dann hier in der zweiten Stecktasche steckt. Okay. So, gibt es hier noch was? Jawohl, hier gibt es noch was. So, Vinyl Nummer 2. Ist ident gestaltet wie auch die erste, also hier wieder mit diesem Fieber-Logo, genauso auf der Rückseite, ansonsten in Schwarz und Weiß. Auch hier geht das Ganze dann wieder oben auf. Und hier haben wir dann Vinyl Nummer 2, in diesem Fall die C-Seite mit 4 Tracks und dann die D-Seite mit 3 Tracks. Also pro Vinyl hier 7 Tracks hat man hier gemacht, natürlich. Passt ja auch, nachdem es ja 14 Tracks gesamt sind. 7 und 7 auf 2 Vinyls verteilt.
Dann haben wir ein Poster mit dabei und das dürfte echt riesig sein. Ja. Also, so sieht das aus. Wir haben hier so ein Split-Poster, also mit einzelnen Fotos, diesmal 5 Stück, die hier so Eindrücke geben, was Bowser so erlebt hat in Südamerika. Also wir haben hier diverse Fotos, dann links dreimal der Schriftzug Bowser. So sieht das aus. Und dann haben wir natürlich auch noch eine Rückseite. Dieses Poster ist doppelseitig bedruckt. Und auf der Rückseite haben wir dann das Cover zum Album. Also in diesem Fall im Hochformat. Bowser hier wieder in Flammen. Und oben links dann wieder die 3 Schriftzüge. Sehr schön. Gerade bei Vinyls echt selten, dass man ein Poster reinpackt und dann auch noch so ein großes. Dann haben wir mit dabei Sticker. Und zwar 3 Stück. Wir haben hier zweimal den Sticker Bowie liebt dich. Ah nein, dreimal sogar. Ich dachte, das wäre jetzt ein anderer. Nein, dreimal der gleiche Sticker vom Motiv her. Also dreimal in schwarz-rot mit diesem weißen Herz hier. Quadratisch Bowie liebt dich. Dann haben wir das hier. Also so ein Polaroid-Foto mehr oder weniger. Und das ist hier dann mit Rot bedruckt. Also hier lesen wir dann auch wieder Bowser mit einer Krone darüber. Das Polaroid in Schwarz und Weiß. Dann haben wir einen Album-Download-Code. Also das würde ich mir generell für alle Vinyls immer wünschen. Hier, wenn man diesen Code dann eingibt, kann man natürlich das Album digital noch runterladen. Finde ich sehr gut, gerade bei Vinyls, dass man das Ganze dann noch digital mit dabei hat. Und das gibt es auch sehr selten bei Vinyls, haben wir dann hier noch ein Booklet. Und zwar haben wir hier wieder diese Fotos, die wir schon vom Poster kennen. Und dann haben wir die einzelnen Tracks aufgelistet, inklusive Info, wer wurde gefeatured, wer hat produziert, gemixt und so weiter. Und auch noch der gesamte Text. Also hier hat man wirklich die Lyrics noch mit abgedruckt. Und auf der rechten Seite gibt es dann immer noch ein Foto dazu. Beziehungsweise ja, hier jetzt auf der linken. Das ist echt ein schönes Booklet. Und hier hat man noch alle Lyrics zum Mitrappen oder Nachlesen. Sehr schön. Ja, das war das Booklet. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal das Booklet zum Album, dann dieser Download-Code, genauso wie dieses Polaroid hier mit diesem Bowser-Aufdruck. 3 Sticker quadratisch, Bowie liebt dich. Das Poster im Hochformat beidseitig bedruckt, sowie natürlich die beiden Vinyls rot eingefärbt, kommen in diesen schwarzen Stecktaschen und beinhalten 14 Tracks, 7 pro Vinyl. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Fieber von Bowser. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bowser unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.